Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, denn Masterful, es ist wieder soweit, ich habe ein neues Fatbike im Test. Und zwar das Hauki Blue Eagle, dem Nachfolger vom Black Eagle mit Drehmomentsensor und 250 Watt Bafang-Heckmotor. Mit diesem Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Drei, zwei, eins. Werfen wir einen ersten Blick aufs neue Hauki. Ja, erst einmal schön eingepackt, muss man auf jeden Fall sagen. So, ja, da sieht man auch schon so ein bisschen die Farbe durch. Okay, ist ja so ein Blau. Boah, ich bin gespannt, sieht auf jeden Fall erstmal richtig gut aus. Und dann würde ich sagen, packe ich mal weiter aus. Hier haben wir schon mal das Vorderrad mit der 180er Bremsscheibe. Okay. Sind vergleichsweise recht wenig Kabelbinder. Oh, okay. Das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Oh, ja. Oh, ja, komm. Also die Farbe ist ja direkt der Hammer. Schauen wir uns doch die Farbe mal aus der Nähe an. So, da haben wir das Ganze. Das ist jetzt erstmal die Farbe hier bei Kunstlicht. Wow, okay. Ja, gefällt mir richtig gut. Die Farbe sieht echt cool aus. Also das muss ich ja mal sagen. Gefällt mir schon mal richtig gut. Ansonsten von der Verpackung her erstmal nichts Negatives, das mir aufgefallen ist. Aber, nee, kein Aber. Erstmal ist mir nichts Negatives aufgefallen. So, hier haben wir dann auch den Lenker. Ja, sieht ähnlich aus wie der Vorgänger Black Eagle. Aber wir haben definitiv etwas andere Bremsen. Dann sehe ich hier schon, haben wir einen Bafang-Motor. Das ist ja immer so Qualitätsmerkmal, wie ich finde. Und hier ist dann auch nochmal so eine extra Tasche mit dabei. Schauen wir hier mal rein. Jetzt bin ich mega gespannt, was denn hier so drin ist. Erst einmal die Pedale. Okay, wirken jetzt Standard, nichts Besonderes. Ich kipp das Ganze mal. Ah, okay. Wir haben vorne weiterhin eine Schnellspannerachse. Okay, das hat man jetzt nicht geändert. Hier ist dann noch Werkzeug so ein bisschen dabei. Muss ein bisschen gucken. Hier ist dann nochmal eine extra Klingel. Auch nicht die hochwertigste, aber es ist eine dabei, muss man ja auch mal so sagen, immerhin. Dann hier Eagle, ne? Hauki Eagle, bin ich echt gespannt. Das Ganze hat ja jetzt auch einen Drehmoment-Sensor, also Anleitung ist dabei. Und hier dann auch nochmal das Ladegerät. Schauen wir mal, wir haben 54,6 Volt, 3 Ampere und den typischen Stecker zum Laden. Das ist jetzt an Zubehör dabei. Dann legen wir die Federgabel vorne mal frei. Die ist auch auf beiden Seiten wieder einstellbar. Dann haben wir hier den Scheinwerfer. Der ist besonders gut eingepackt. Ich weiß nicht mehr, wie es beim Black Eagle war, aber ich werde natürlich auch direkt noch ein Vergleichsvideo machen, wie das jetzt aussieht. Ist hier eine K-Nummer oder sowas dabei? Nee, erstmal nicht. So, dann würde ich sagen, versuchen wir mal das ganze Vorderrad so ein bisschen einzufriemeln, damit wir das Ganze dann auch schon mal hinstellen können. Auf die Bremsscheibe achten, dass man die einfriemelt. Und das war's schon, so steht das auf jeden Fall. Machen wir schon mal den Ständer runter. Jetzt können wir es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser hinstellen. So, dann müssen wir hier oben die zwei Schrauben ein bisschen lösen, denn aus Platzgründen beim Verpacken ist das Ding immer andersrum oder verkehrt rum aufgesetzt. Müssen wir natürlich auch darauf achten oder daran denken, diese Schrauben nachher wieder entsprechend festzuziehen und natürlich nachher den Lenker gerade
einzustellen. Dann schrauben wir die vier Schrauben hier raus. Das sind vier Stück, damit wir den Lenker schon mal einsetzen können. Wenn wir das abgeschraubt haben, dann nehmen wir den Lenker und müssen natürlich darauf achten, dass wir den jetzt richtig rum hier dran setzen. Das sieht so ganz... Ah, so ist besser. So sieht es besser aus. Ja, da muss man natürlich darauf achten, dass man mit den Kabeln da, dass man das alles so ein bisschen richtig macht. Dann müssen wir natürlich noch den Schnellspanner einmal einsetzen und am besten festziehen das Ganze, wenn das Fahrrad gerade steht. So. Zack. Wirkt erstmal ganz okay. Vorgänger hatte ja, glaube ich, auch eine Schnellspannerachse. Dann müssen wir auf jeden Fall vorne noch das Schutzblech befestigen. Das ist auch schon vormontiert. Und wir müssen noch die Leuchte mit anbringen. Schrauben sind hier vorne an der Federgabel schon dran. Ich hätte jetzt beides tatsächlich von vorne befestigt. Also ich mache das jetzt erstmal so von hinten wieder die Mutter gegen. Da war jetzt keine Unterlegscheibe dabei von hinten, aber von vorne ist eine. Und dann müssen wir an der Stelle noch einmal hier die kleine Imbusschraube ein bisschen lösen. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann können wir hier einfach den Stab einführen. So, und wenn wir dann das Schutzblech so ein bisschen ausgerichtet haben, können wir das Ganze an den Schrauben hier, die wir eben gelöst haben, links und rechts nochmal wieder festziehen. Und dann haben wir auch schon fast alles fertig. Dann sind es jetzt nur noch Kleinigkeiten, die natürlich wieder aufhalten. Sattel nochmal auspacken. So, an dieser Stelle, da man das Ganze ja einmal rauszieht. An dieser Stelle sieht man halt, die Sattelstange ist immer komplett trocken. Ich habe da mal wieder was in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist jetzt ein einfaches Mehrzweckfett. Ne, da kann man halt einfach so ein bisschen was auf die Sattelstange machen. Das wird im Fahrradladen bei jeder Wartung oder bei jedem ordentlichen Fahrradladen, sollte das bei jeder kleinen Wartung so ein bisschen mit dabei sein, dass man halt so ein bisschen Fett einfach auf die Sattelstange schmiert. Ich zeige das normalerweise in den Videos nicht, aber ja, ich glaube ich irgendwo im letzten Video mal angefangen bei einem Mockwheel oder so. Deswegen einfach ein bisschen drauf schmieren auf die gesamte Sattelstange. Dann kann man die Sattelstange auch schon wieder ins Rohr einführen und vernünftig festziehen. Okay, der Sattel wird jetzt nicht ganz so hochwertig, aber dazu später mehr. Wir haben einen recht schmalen Gepäckträger. Der ist auch nochmal ein bisschen anders als beim letzten Mal, aber das gucken wir uns alles gleich nochmal ein bisschen genauer an. Jetzt haben wir noch die Pedale. Und bei den Pedalen ist im Prinzip darauf zu achten, dass eine ein Rechtsgewinde, eine ein Linksgewinde hat. Na, das hat ganz einfach den Sinn, damit sich das Ganze während der Fahrt nicht löst. Na, wenn man die, also auf der rechten Seite hat man Rechtsgewinde. So, das dreht man dann ganz einfach rein, zieht das gleich an der Stelle noch vernünftig fest. Und auf der linken Seite dreht man das Ganze mit einem Linksgewinde. Also diese Pedale hat dann ein Linksgewinde, dreht man das Ganze halt nach links rum rein, genau. Und alter Falter, das neue Hauki sieht mega geil aus. Wir haben jetzt hier noch so ein bisschen Gedöns, ne? Klar, wovon wir das Rad so ein bisschen befreien müssen. Aber das ist jetzt auch nochmal so alles ein bisschen Kleinkram. Und im Prinzip, hier vorne sind noch die Schlüssel mit dem Kabelbinder dran. Zwei Schlüssel sind dabei. Pedale links dran und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch raus auf die Straße. Und wir gehen rein in den Bremsentest. So, rollen lassen. Kommt kein Auto, trockene Fahrbahn. Eingebremst ist das Ganze auch schon. Schaffen wir die 50? Jawohl, und... Okay, vorne ein bisschen schwach. Okay, aber hinten
Okay, also ich bin jetzt überrascht, dass wir vorne nicht so die... Also wir sind prima zum Stehen gekommen, habt ihr ja gesehen, aus 50 runtergebremst. Ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Situation, genau. Ist natürlich keine alltägliche Situation, aus 50 Vollbremsung runter. So, und jetzt gehen wir mal rein, bergauf, Drehmomentsensor, fünfte Unterstützungsstufe, Wattanzeige auf 513 Watt. Ja, beim Drehmomentsensor muss ich natürlich mitarbeiten. Okay. Puh, es ist schon, also kann man es sehen am Display. 500 Watt waren eben Maximum. Also, mehr geht nicht. Aber wir haben es gerade eben geschafft mit dem Drehmomentsensor und laut Displayanzeige 500 Watt in der Spitze. Und Bremsentest zum zweiten. Augenmerk nochmal auf die Vorderradbremse. Rollen lassen. Oh, 45, 50. Viel besser. Okay. Bei der zweiten Bremsung hat das Ganze viel, viel besser funktioniert. Ich habe natürlich vorher die Bremse ein bisschen eingebremst gehabt. Aber so einmal richtig heftig bremsen, das macht schon so einen kleinen Unterschied. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil Drehmomentsensor heißt natürlich auch immer, ja, eigene Beinarbeit. Und naja, dadurch fördert man natürlich die Lungenarbeit, die Ausdauer. Und das Ganze ist im Endeffekt auch viel, viel schöneres Radfahren. Also bisher muss ich sagen, nach knapp 5 Kilometern, ich bin begeistert. Ich würde sagen, schauen wir uns mal die Unterstützungsstufen an. Ich starte jetzt erstmal in Unterstützungsstufe 0. Ich zeige euch das Display auch gleich nochmal im Schatten. Da sieht man alles ein bisschen besser. Wie gesagt, bei Tageslicht wirkt es ein bisschen zu dunkel, zumindest für die Kamera. Schauen wir mal, erster Gang, keine Unterstützungsstufe an. Ich fahre an. Ja, wir haben zwar natürlich Fat Bike, viel Gewicht vom Rahmen her. Ne? Die fast 40 Kilo, die merkt man natürlich beim Anfahren. So, die Bremse schleift ab und zu noch. Da müssen wir nachher später noch die Bremssättel einfach mal zentrieren. Dann ist auch das letzte Schleifen nachher weg, wenn die Bremse eingeschliffen ist. Aber jetzt erstmal vom Fahren her auf ebener Strecke. Wir können hier auch ganz Suche. Ne, ich fahre jetzt 14, 15 km/h, zweiter Gang, dritter Gang. Also man kann hier bei diesem Fahrrad, bei diesem Fatbike, bei diesem Pedelec auch, falls der Akku mal leer geht, mit Muskelkraft relativ leicht auf ebener Strecke nach Hause fahren. Dann fahren wir jetzt mal in der ersten Unterstützungsstufe an. Ne, wir haben ja null, keine Unterstützung. Und die erste, da haben wir eine leichte Unterstützung. Und der, ja, wenn wir lostreten, wir haben auch direkt Unterstützung. Ja, ab dem ersten Moment. Also das ist das Schöne bei dem Drehmomentsensor. Das Fahrrad, der Motor unterstützt sofort. Und wir können jetzt auch in der ersten Stufe direkt zweimal schalten. Ne, wenn wir jetzt ein bisschen selbst mitarbeiten, Drehmomentsensor unterstützt auch in der ersten Stufe bis 25 km/h, die wir jetzt erreicht haben. Natürlich ist das Anfahren in der ersten Unterstützungsstufe schwerer als vergleichbar natürlich in der Unterstützungsstufe 5. Ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen, jetzt sind wir mal im Schatten, jetzt können wir uns das Display auch noch mal so ein bisschen besser anschauen. So, da haben wir es. Ich hoffe, man kann es, ja, jetzt kann man es erkennen. 9 Kilometer, es ist ODO. Ich weiß gar nicht, können wir hier, ja, Trip, 1,2, Time. Was jetzt 0,0 bedeutet, weiß ich noch nicht. Und dann haben wir im Prinzip, war es das, dann haben wir noch Licht. Lichtsymbol erscheint dann hier. Muss man halt die Taste nach oben gedrückt halten. Oben Speed, oben Power. Wenn man hoch und runter gleichzeitig gedrückt hält, kommt man ins Menü. Allerdings, ich sag's euch gleich. Achso, hier ist die Helligkeit vom Display nochmal einstellbar. Okay. PO02. Achso, Kilometer und Meilen. PO03 ist Volt. 48 Volt sollte man auch drin lassen. PO04 steht auf 10. Weiß ich nicht, was das bedeutet. PO05, PO06, PO, achso, oder P07. P08 steht auf 41. Ich würde das alles lassen. Also es ist alles nicht so eindeutig, was man hier einstellt bei einigen Sachen. Deswegen im Prinzip vom Menü her
Habe ich jetzt nicht direkt gefunden, wie wir hier auf über 25 umstellen können. Ich weiß auch, okay, jetzt sind wir wieder raus. Hoch und runter Taste gedrückt halten, dann kommt man aus dem Menü auch wieder raus. Ja, wenn wir jetzt in der 5. Unterstützungsstufe anfahren, das geht deutlich spritziger als in Stufe 1, ist ja auch klar. So, und dann fahren wir halt die 25 und dann fahre ich jetzt auch bei 25 km/h Suche im 6. Gang. So, für die, die nicht so gerne so hochfrequent treten machen wie ich, für die passt auch bei 25 km/h der 7. Gang. Also das Ganze ist hier wirklich sehr, sehr schön abgestuft. So, die Schaltung funktioniert bei mir erstmal. Ja, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten haben wir noch die Gedenksekunde. Ich trete jetzt mal. So, okay, Motor ist da, ich höre auf zu treten, fahre jetzt wieder an. Boah, der ist ja fast sofort da. Also der Drehmomentsensor, ich muss es leider so sagen, wie es ist, ist hier ein Stückchen besser als beim Mokwi Basalt. Also sehr schön, fährt sich richtig gut. Und dann haben wir jetzt noch den Beschleunigungsteil. Ich starte im 3. Gang, Unterstützungsstufe 5. Wir haben kein Handgas. Ich stehe auf dem Pedal. Das heißt, wir haben sofort Unterstützung. Dann bin ich mal gespannt. Ich rechne so mit einer 4er Zeit, also 4 Sekunden von 0 auf 25 in 3, 2, 1, go! Und der oha, okay, 3. Gang war schon so ein bisschen schwierig. Und dann, zack, haben wir es geschafft. Das Display hat eine leichte Verzögerung. Mal gucken, wie das Ganze auf der Kamera nachher zu sehen ist. Es fährt sich super stabil. Also das muss ich mal sagen, wir können hier super einfach rollen. Das macht schon echt. Also man kann das Ganze so ein bisschen im Arsch so ein bisschen steuern. So. Also es fährt sich super stabil. Ich glaube, auch das ist besser als beim Vorgänger. Ich war beim Black Eagle mit ein paar Sachen nicht ganz so zufrieden. Aber das hier muss ich schon sagen, das Blue Eagle fährt sich hier deutlich schöner, deutlich besser. Also man hat mehr geändert vom Gefühl her als nur einen Drehmomentsensor. Die Bremsen sind anders. Ich weiß nicht, ob man auch die Qualität vom Rahmen und von der Lackierung auch verbessert hat. Das werden wir alles später nochmal im Vergleichsvideo sehen. Und dann würde ich auch mal sagen, kommen wir zum ersten kleinen kurzen Review-Teil. Mir ist gerade eingefallen, ich habe noch gar nichts über die Federgabel vorne gesagt. Links können wir wieder die Federvorspannung einstellen. Ja, der Drehknopf geht ein bisschen schwerer, falls ihr da mal dran rumdreht. Ihr könnt da dran rumdrehen und ja, es dreht sich schwer im Uhrzeigersinn. Verstärkt ihr die Federung gegen den Uhrzeigersinn links geschraubt, wird die Federgabel ein bisschen weicher. Das gilt jetzt erstmal prinzipiell für alle Federgabeln bei den Fatbikes. Auf der rechten Seite können wir das Ganze starr stellen, nicht während der Fahrt, das habe ich jetzt probiert. Dazu muss man nämlich aus der Federung einmal rauskommen vorne. Dazu halte ich einmal mal kurz an. So, und dann, wenn die Federgabel vorne nicht auf Spannung ist, dann können wir hier das Ganze auch starr stellen. Und dann haben wir vorne auch, nee, das ist bretthart, dann haben wir vorne keine Federung. So, Anfahren am Berg, 4. Gang. Oh, das habe ich auch noch nie gehabt. Deswegen fühlte sich das gerade so komisch an. Was ist denn da passiert? Habe ich den nicht richtig festgezogen? Schaut euch das mal an hier. Eieiei, das ist jetzt... Oh, Kacke. Okay, seht ihr das an der Stelle? Eigentlich sollte das ja nicht passieren, weil das hier auf der Seite ein Rechtsgewinde ist. Okay, also hier sieht man... Habe ich die nicht festgezogen? Das kann doch nicht sein. Die habe ich festgezogen. Oder? Sag nee, ich habe es vergessen. Okay, ich muss jetzt erstmal ich muss jetzt erstmal nach Hause fahren, vorsichtig. Und weil den 14er Mausschlüssel habe ich natürlich jetzt nicht mit, um das Ganze hier. Beziehungsweise von der anderen Seite müsste es ja Imbus sein. Und eigentlich. Ja, so einen Imbusschraubenschlüssel habe ich immer mit. Okay, ich habe jetzt bei der anderen geguckt. Hier ist natürlich kein Imbus drin. Natürlich sind das jetzt Pedale ohne Imbus. Das ist natürlich ganz doof jetzt. Jetzt muss ich ganz vorsichtig erstmal nach Haus fahren. Hatte ich auch noch nie. Also das ist jetzt wahrscheinlich, ja, sowas passiert, wenn ihr vor allem die Dinger nicht vernünftig festzieht. Ansonsten erst einmal ein tolles Fahrrad, muss ich sagen. Und
Ja, von der Bremse her, ich habe immer zwischendrin noch mal so ein kleines Schleifen, also vorne und hinten. Das Ganze, also vom Schleifgeräusch her, ist dann weg, wenn ich einmal kurz die Bremse so ziehe. Ne, so, das heißt, die Bremsbeläge drücken einmal schnell gegen die Scheibe und gehen wieder auseinander. So, und dadurch kann das Bremsgeräusch bis zur nächsten Bremsung erstmal reduziert werden. Das ist immer so ein Indiz dafür, dass halt der Bremssattel nicht zentriert zur Bremsscheibe sitzt. Das machen die im Werk immer nicht. Ich weiß nicht, ob die Werkzeuge nicht haben oder ob man das einfach nach den ersten paar Kilometern grundsätzlich nochmal einstellen muss. Aber erstmal muss ich sagen, ich bin bisher sehr zufrieden, was das neue Hauki angeht. Also ich war vom Antelope schon sehr angetan. Es war das 20 Zoll. Das Black Eagle fand ich auch ganz in Ordnung. Wie gesagt, das war vom Akkuverbrauch her sehr, sehr durstig, das Black Eagle. Da hatte ich nämlich Befürchtung, dass ich da nicht mal so die 60, 70 Kilometer mit schaffe. Aber jetzt vom Blue Eagle kann ich zum Akku, zur Reichweite noch nichts sagen. Ich habe den Akku bisher noch nicht mal wirklich vollgeladen gehabt, sondern wollte einfach losfahren nach dem Auspacken. Und deswegen war der Akku jetzt bisher auch noch nicht ganz voll. Aber das werde ich natürlich alles noch nachholen. Reichweitentest kommt auch noch. Schaltung funktioniert bisher erstmal. Gucken wir uns mal das Licht an, würde ich sagen, vorne, hinten. Wie gut ist die Lampe? Wir gehen zum Lichttest. Angekommen beim Lichttest, auch bei Nacht, sieht das Hauki Blue Eagle einfach richtig schick aus. Ich kann schon mal eine Sache vorwegnehmen. Ich mache jetzt mal auch hier Zusatzlicht aus. Wir haben ein sehr, sehr helles Licht. Also, ich war schon direkt wieder komplett begeistert. Schauen wir uns erstmal hinten das Licht an. So, wir haben, guck mal, wie das aussieht. Das sieht ja mal richtig schick aus. Ich zoome das nochmal ran. So, kriegen wir das irgendwie, ich kriege es leider nicht so hin, wie es tatsächlich, es sieht trotzdem schick aus, ne? Okay, also, wow. Also, das sieht ja mal richtig gut aus, gefällt mir richtig gut. Also, jetzt bei Nacht optisch. Also wow, ich versuch's nochmal. So, aber so wird das nichts. Doch jetzt so ein bisschen. Will er nicht so richtig. Okay, also. Jetzt vielleicht. Jetzt. Jetzt kommt er. Ja, okay, sieht komisch aus. Also. So. Es sieht verdammt schick aus. Schauen wir mal wegen Bremslicht. Ja. Bremslicht ist vorhanden, Stotterbremse, kein Bremslicht und jetzt rechts, links, okay, Bremse funktioniert. Also da muss ich sagen, da bin ich jetzt direkt schon mal begeistert. Im Hellen sah das Licht, die Lampe überhaupt nicht schick aus, aber jetzt im Dunkeln muss ich sagen, dran lassen und einfach irgendwo nochmal einen deutschen Reflektor dran, das müsste ja eigentlich ausreichen. So, dann haben wir das Display. Ich habe es jetzt sehr, sehr hell eingestellt. Ich muss mal eben gucken, dass wir das Ganze auch so ein bisschen hinbekommen. So, also das wirkt jetzt total überbelichtet. Deswegen, ich versuche es mal eben, dass ich hier. Also man sieht es, wir können es dunkler stellen. Ob es jetzt. Also es ist tagsüber, wie soll ich sagen, zu dunkel und nachts auch einfach wieder, es ist nicht hundertprozentig, also farbecht, muss ich sagen, ne? Also man sieht es auch so ein bisschen, Lenker will immer weg, das, was jetzt auf dem, in der Kamera hier so ein bisschen blau-rosa wirkt, das wirkt auch so ein bisschen lila in echt, also es ist nicht so hundertprozentig schwarz. Okay, also beim Display kann man definitiv noch eine ganze Menge besser machen. Dunkelt es nochmal ab. Ist auch die Frage. Display dunkelt halt mit Licht nicht nochmal zusätzlich ab. Muss man einstellen. Das ist jetzt die minimale Einstellung. Gibt halt deutlich schönere Displays. Ne? Muss man an der Stelle dann auch einfach mal so sagen, wie es ist. Ja, reflektionstechnisch haben wir von der Seite halt nicht so viel. Da kann man sicherlich noch einiges nachrüsten, wenn man möchte. Ne? So, dann gucken wir uns das Licht mal an. Also erstmal
Man sieht ja jetzt schon, okay, jetzt gerade nicht, aber man hat eben schon die Bank gesehen. So, und hier haben wir jetzt so ein bisschen das Licht. Ja, aktuell blendet es schon so ein bisschen, wenn man direkt, so wie ich jetzt, 2,5-3 Meter entfernt steht. Okay, ja, das kann man sicherlich dann einfach auch noch mal so ein bisschen nach unten. So muss man halt gucken, ne? Man muss halt einen guten Mittelweg finden zwischen das, was ausgeleuchtet wird, und ob man dann den Gegenverkehr blendet. So, ich stehe jetzt da, wo ich immer stehe. Also genau dieselbe Stelle wie bei den anderen Lichttests, und wir sehen jetzt schon die Bank da vorne, ne? Das ist eine Bank. Also wir haben eine mordsmäßig gute Ausleuchte. So, also man sieht das direkt, also in die Ferne, nach links und rechts und auch nach vorne. Also man sieht natürlich den Schatten hier, ne, der kommt durchs Schutzblech, der Schatten hier. Gut, damit können wir halt, wenn wir die Lampe da unten anbringen, können wir da nicht so viel dran ändern, dass man immer da so einen reifen Schatten hat. Den haben wir. Das könnte man ändern, wenn man die Lampe oben am Lenker mit anbringt. Gibt aber auch Möglichkeiten zu, finde ich nicht ganz so attraktiv, die Möglichkeit. Nicht ganz so schick. Aber schaut euch das mal an. Wie weiß ist denn bitte dieses Licht? Ich würde sagen, wir fahren einfach mal. Und los geht's. Links die Bank. Gar kein Problem, die zu erkennen. Also ein sehr, sehr weißes Licht. Und von der Ausleuchtung her, ich habe es jetzt ein bisschen runtergestellt, weil es ja geblendet hat. Also, das ist ja... Man sieht links und rechts genug, wir können in die Ferne gucken. Also ich muss echt sagen, ich bin ja schon regelrecht begeistert. Dann fahren wir nochmal zurück, hier nochmal das Display. So, und dann gucken wir mal. Na, hat er nicht so richtig scharf gestellt gerade, ne? Nee, ist auch nicht so. So, dann gucken wir mal wegen der Bank. So, und die ist jetzt deutlich zu sehen. Also wäre die Bank ein Reh oder irgendein Wildtier, die hätten wir mit der Lampe definitiv sehr ordentlich erkannt. Und das Licht ist wirklich so weiß. So, also es ist ein sehr, sehr weißes Licht einfach. Das ist ja der Hammer. Ja, und wenn wir bremsen, es ist schon ordentlich ausreichend hell, das Bremslicht. Also damit wird man schon irgendwie auch gesehen und wahrgenommen. Okay, also Lichttest deutlich besser als erwartet, dadurch, dass das ja keine deutschen Lampen sind, sondern in Anführungszeichen China-Schrott, habe ich ja schon damit gerechnet, dass der Lichttest eine Katastrophe wird. Ist er nicht. Von der Ausleuchtung her, von der Helligkeit, ist das Ganze wirklich richtig, richtig gelungen, auch von den Lampen her. Also ich würde jetzt nur noch Reflektoren machen an den Felgen und hinten Reflektor irgendwie dran. So, und dann vorne ist ja 2-in-1 Lampe. Würde ich jetzt drauf ankommen lassen, würde ich erstmal so lassen. Also wir haben, ne, so muss natürlich jeder selbst entscheiden. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, auch im Abschluss gleich nicht, und auch beim Bremsentest nicht. Wir haben hier deutsche Bremsen, also nach deutscher Norm. Rechts ist hinten und links ist vorne. Also hier sind die ganz normal wie bei einem deutschen Fahrrad, die Bremsen. Ne, wenn man rechts zieht, bremst man hinten und links ist vorne. Also umgekehrt wie beim Motorrad, wie beim Moped. Beim Fahrrad muss er rechts hinten sein und links vorne. So, das war's vom Lichttest. Das habe ich bisher noch in keinem Video erwähnt. Deswegen wollte ich es hier mit der Bremse einfach nochmal sagen, dass das hier wirklich richtig gut gelöst ist. Also auch das ist deutschlandkonform. Weiter geht's mit dem Rest des Videos. Damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angekommen. Hier sehen wir es nochmal, dass ja, der Nachfolger vom Black Eagle, das Blue Eagle. Ich muss echt sagen, mir gefällt es richtig gut. Ich bin jetzt mittlerweile fast 50 Kilometer, genau genommen sogar
46, mal schauen, ob wir das hier, ja, kriegen wir sogar noch mal richtig gut hin. 46 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Lichttest habe ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht. Akku geladen habe ich bisher auch noch nicht. Also was die Reichweite angeht, der Akku war bei mir nicht ganz voll. Ich hatte eine Stunde geladen, da hatten wir vielleicht 7 von 10 Balken von der Anzeige her. Und jetzt habe ich einen Balken nach 46 Kilometern. Reichweitentest wird kommen. Der Drehmomentsensor fährt sich richtig, richtig gut, richtig schön. In der ersten Unterstützungsstufe können wir auch schon bis zu 25 fahren. Nein, wir müssen natürlich richtig mitarbeiten dann, aber wenn wir richtig leicht fahren wollen, schalten wir einfach hoch. 2, 3, 4, 5. Unterstützungsstufe fährt sich dann auch noch super easy. Also vom Fahrerischen, vom Motor her, von der Motorsteuerung her, muss ich sagen, bin ich einfach echt begeistert. Ne? Also es fährt sich richtig schön, richtig super. Es macht Spaß. Es ist kein richtiges Kraftfahrzeug, nee, das sowieso nicht, aber kein richtiges Tier auf der Straße, so wie das RV800, was halt regelmäßig drückt, einfach nur, ne, dafür gemacht ist, um zu drücken. Das Vitilan T7 ist ja auch so ein Spaßrad. Und hier haben wir echt im Prinzip mehr so ein Cruiser. Also die Power reicht tatsächlich, um richtig schön cruisen zu können. Lichttest ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht, deswegen werde ich da einfach nur mal zu sagen, ihr habt es schon gesehen, ne? Was diese Lampe kann, wie hell sie ist. Und natürlich wisst ihr jetzt auch schon, wie gut das Ganze funktioniert mit der Rückleuchte. Das, ja, wie gesagt, Reflektor brauchen wir hinten noch, weil so ist das Ganze natürlich ja schon ein bisschen auffällig. Lichtanlage muss man bei diesem Fahrrad noch mal ja, ein bisschen nachrüsten. Ich habe euch da mal zum Beispiel Speichenreflektoren unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die ich für meine ganzen Fahrräder nehme. Dann habe ich euch einen roten Reflektor verlinkt. Den könnt ihr dann hier hinten an die Sattelstange dran machen. Den habe ich auch an vielen Fahrrädern dran. Vorne haben wir ja zumindest einen weißen Reflektor, eine 2-in-1 Lampe. So, und wenn dann die Speichenreflektoren auch am Start sind, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge für getan. Dann soll da mal jemand rummeckern. Wisst ihr, wie ich meine? Ne, dieses ganze Pillepalle, illegal, ne, so. Ja, hat keinen Reflektor, ist illegal. Ach, wisst ihr, dass wenn man über einen Zebrastreifen gehen muss, muss man vorher den Arm raushalten, um zu signalisieren, ich möchte über den Zebrastreifen gehen. Wer macht denn das? Es ist illegal, über den Zebrastreifen zu gehen, wenn der Arm nicht draußen ist. So, illegal. Naja, deswegen macht ein paar Reflektoren noch dran und dann ist das auf jeden Fall, was die STVO-Konformität angeht, ein super Fahrrad. Ne, wisst ihr ja selbst, ihr habt euch ja selbst sicherlich auch alle noch mal ein bisschen besser informiert. Vom Rahmen her, von der Farbe, also da hat Hauki definitiv ein draufgelegt, was die Qualität angeht. Ich habe jetzt auch auf meinem Fatbike-Kanal schon ein Video gedreht. Ich weiß jetzt noch nicht, das müsste morgen kommen. Also unbedingt auch meinen Fatbike-Kanal abchecken. Ben Masterful, der Fatbiker. Da kommen nur Fatbike-Videos und da habe ich auch ein Video für gedreht. Das müsste jetzt am Sonntag kommen, also morgen. Beziehungsweise falls ihr dieses Video hier nicht am Samstag guckt, dann ist es wahrscheinlich schon da. Black Eagle versus Blue Eagle. Ich habe den Vorgänger und dieses blaue schöne Stück einfach mal miteinander verglichen, weil ich mir gedacht habe, das muss ich jetzt einfach mal machen, weil, ja, damit man halt weiß, was ist denn jetzt neu am Nachfolger, ne? Was hat man geändert? Und man hat wirklich eine ganze Menge geändert. Darauf will ich jetzt hier nicht so unbedingt viel drauf eingehen. Was mich ein bisschen gestört hat, muss ich dann jetzt auch an der Stelle nochmal sagen. Oder was mich auch stört, sind die Griffe. Ne, wir haben kein Handgas, wir haben hier ganz normale. Also das Vorgängermodell, das Black Eagle, hat ja noch Handgas. Bei dem Modell hier haben wir jetzt kein Handgas mehr. Und die Griffe, das sind so, ja, diese dünnen Mountainbike-Griffe, die sind mir vom Durchmesser her viel zu dünn. Also für lange Touren ein bisschen unangenehm. Aber wenn man dann auch, ich zeige euch hier mal den Lenker so von der Sicht von oben, habt ihr aber auch schon in diesem Video gesehen. Ja, für längere Touren würde ich da definitiv irgendwas anderes dran bauen. Ansonsten ist es ja auch sehr, sehr schmal gehalten, sehr, sehr schlank, wenig Knöpfe. Ne, 3 Taster für die Bedienung, Bremse, Klingel, Schaltung. Also man hat hier wirklich sehr, sehr wenig, was man bedienen kann. So, da gibt es auch, ne, Vakole zum Beispiel, die hauen ja immer noch Blinkerschalter und sowas mit ran. Das haben wir hier alles nicht, aber braucht man natürlich auch nicht. Hupe ist wahrscheinlich im Scheinwerfer mit drin, aber ist deaktiviert. Einfach,
weil kein Kabel und kein Schalter vorhanden ist, funktioniert natürlich auch die Hupe nicht. Die Federgabel habe ich, glaube ich, bisher gar nicht erwähnt. Ganz einfach aus dem Grund, ist bisher nicht aufgefallen. So, also, ne, man spricht ja auch oft immer, oder ich spreche auch oft die Dinger an, die Dinge, nicht die Dinger, beides, die Dinger und die Dinge, die negativ auffallen. So, wir haben hier die Möglichkeit, im Stand, wenn wir nicht sitzen, das Ding einfach starr zu stellen. In Fahrtrichtung ist das der rechte Schalter, in Fahrtrichtung der linke Schalter, ist gerade ein bisschen dunkel. So, da haben wir die Möglichkeit, die Federvorspannung ein bisschen zu erhöhen oder zu verringern. Die Federgabel wird härter, wenn man diesen Pinoppel rechts rum im Uhrzeigersinn reindreht, wenn man das Ding gegen den Uhrzeigersinn dreht, verringert man die Vorspannung, die Federung wird ein wenig leichter. Ja, und ich habe deswegen bisher noch gar nichts zur Federgabel gesagt, zur Federung, weil sie gar nicht aufgefallen ist, also negativ. Man hat nicht dieses Durchschlagen der Federspannung, wie zum Beispiel bei einem Mockwheel. Also man hat hier echt ein Fahrrad rausgebracht, wo ich sage, also das könnte in Konkurrenz zum Meister Yoda treten. Wenn es jetzt grün wäre, es gibt das auch noch in Giftgrün. Nein, also es ist definitiv ein Konkurrent zum Mockwheel Basalt, muss ich schon sagen. Ein paar Unterschiede gibt's. Also was jetzt zum Beispiel den Lenker angeht, allein die Form des Lenkers, die Griffe, die Schaltung und auch die Bremse, da ist Mockwheel immer noch diesen einen Tick besser. Lampe, okay, müssen wir abwarten. Erstmal von der Optik her, ja, ich glaube, Lanke Leisi hat die Lampen auch teilweise verbaut. Das sind so 20-Euro Lampen. Also wie gesagt, man kann natürlich von Busch und Müller welche verbauen, die dreistellig 100€ kosten. Ne? Auch mit Fernlichtfunktion, das Ganze werde ich hier bei dem auch noch umrüsten. Hinten kommt auch eine Busch und Müller Lampe mit Bremslichtfunktion, vorne mit Fernlicht. Und ja, dazu mache ich dann auch extra ein Video, auch mit diesem Fahrrad, weil das sicherlich auch wieder viele interessiert. So, jetzt sind die Lampen hier dran und ich darf sie ja gar nicht fahren, weil illegal, wie baue ich die jetzt um? Ne? So. Die Frage wird kommen, deswegen werde ich da definitiv, also ist schon eingeplant, deswegen werde ich hier definitiv ein Video dazu machen. Die Schaltung, muss ich einfach sagen, hat funktioniert. So, ohne irgendwelche Spirenzchen. Hier sehen wir nochmal die Kassette. Wir haben wahrscheinlich Standard 1428, zumindest fährt es sich dementsprechend so. Und dann haben wir hier nochmal den Tournee-Schaltarm. Funktioniert bisher auch. Jetzt nach knapp 46 Kilometern funktioniert alles. Vorne haben wir ein recht kleines Kettenblatt. Also deutlich kleiner als beim Vorgänger. Vielleicht ist es ein 44er, ein 46er. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Beim Vorgänger vielleicht ein 52er, ein 50er, so um den Dreh. Also ein paar Zähne weniger. Und man kann dadurch einfach bei 25 km/h, also das Ganze ist bei 25 km/h abgeriegelt. Wenn man recht sportlich fährt, fährt man im sechsten. Wenn man ein bisschen gemächlicher fährt, kann man auch den siebten Gang bei 25 km/h super nutzen. Und das Ganze wird natürlich auch entsprechend ordentlich unterstützt. Ich habe jetzt hier nicht rausgefunden, wie man das Ganze entdrosselt. Ne, das ist auch nochmal so für viele nochmal so der, ah ja, geil, man kann es nicht tunen. Es ist legal. Ich kaufe mir das deswegen. So, ich habe es nicht rausgefunden, beim Vorgängermodell auch schon nicht, wie kann man das Ganze einstellen, dass man schneller als 25 fährt. Also für die, die da wirklich auch auf der absolut sicheren Seite sein wollen, was das angeht. Hauki, Igel, natürlich ist nicht alles Gold, was blau angemalt ist. Ne? So, also von der Bremsanlage, die macht schon Geräusche. Also da muss man noch mal so ein bisschen fein justieren, vorne so wie hinten. Wir haben vorne eine 180er Scheibe, hinten haben wir nur eine 160er Scheibe. Ja, das ist jetzt halt nur eine optische Sache. Vom Technischen her ist das total in Ordnung. Macht auch Sinn, dass man vorne nicht so groß dimensioniert. Macht man beim Auto ja auch nicht, weil man hat immer vorne 70% des Gewichts beim Bremsvorgang und deswegen hat man auch vorne definitiv 70% Bremswirkung. Und deswegen braucht man hinten einfach auch eine kleinere Bremse. Man könnte vorne natürlich ein bisschen größer machen, eine 203er Bremsanlage oder eine 220er. Muss man immer nochmal nachgucken, ob die Federgabel dann auch für die Größe zugelassen ist. So einfach umbauen geht, aber ist nicht immer unbedingt zugelassen. Vom Akku her 48 Volt, 20 Ampere, 960 Wattstunden, Ladegerät mit 3 Ampere liegt bei. Der Motor ist ein 48 Volt.
Bafang-Motor angegeben und es steht sogar Bafang drauf. Das hatte der Vorgänger jetzt natürlich auch noch nicht. Es ist sogar mit 250 Watt das Ganze auf der Homepage angegeben, denn Dauerleistung. Ich hatte jetzt Peak, wir haben ja hier im Display, dazu muss ich das Ganze nochmal einschalten, das geht hier bei dem Modell auch recht fix. Und da die Sonne jetzt schon recht tief steht, ist das vom Licht her auch ganz gut. Jetzt kann man also ja, für die Display-Videos immer abends drehen, ist das Licht nicht mehr so intensiv. So, wir haben hier, ja, hier haben wir die Unterstützungsstufen, habe ich euch ja, glaube ich, schon gezeigt. So, dann haben wir hier vier Nullen und W, das heißt Watt. Ne, wenn wir fahren, haben wir hier eine Wattanzeige, fünfte Unterstützungsstufe und dann volle Pulle den Berg hoch. Also der geht wirklich, 513 Watt waren da maximal. Allerdings muss ich sagen, beim Beschleunigen von so 8 km/h auf 25, da erreiche ich teilweise 850 Watt laut dieser Anzeige. Und es ist ja auch nicht verboten, 2000 Watt Spitzenleistung vom Motor her zu haben. Das war jetzt ein Beispielwert. Ne, es ist ja nur diese Nenndauerleistung im Gesetz, die man einhalten muss. Aber die maximale Leistung ist gar nicht definiert. Also das ist deswegen. Dann noch eine Sache, Thema Reifen. Wir haben hier ein etwas anderes Profil als das, was wir von den ganzen anderen Fatbikes bisher kennen. Ne, das ist jetzt ein 26x4 Kender. Und er fährt sich, muss ich so ein bisschen sagen, fast wie ein Straßenreifen. Also es ist tatsächlich so ein Mischmasch, ne? So ein bisschen Profil, also Noppen, Geländeprofil und so ein bisschen vielleicht auch Straßenprofil. Der Reifen weiß es noch nicht so richtig, was er jetzt ist. Ja, was ist er jetzt? Ist er beides? Kann er beides sein? Kann ein Reifen beides sein? Oder kann er nur eins von beiden sein? Definitiv ein ganz witziges Profil. Ja, ansonsten würde ich sagen, habe ich fast alles gesagt, ne? Akku, Übersetzung, Bremse, Sattel, ja gut, die Anbauteile. Also der Sattel hat jetzt auf 46 Kilometern, war das okay, war jetzt nicht so, dass ich irgendwie zwischendurch mal dachte, mein Popo. So, dann haben wir hier von den Anbauteilen her, haben wir hier einen namhaften Hersteller und auch hier oben haben wir jetzt mal einen namhaften Hersteller. Das ist auch anders als, ja, als wie beim Vorgänger. Ne? So, auch hier ganz witzig, so eine ganz witzige Kleinigkeit. Ne, da guckt man während der Fahrt die ganze Zeit drauf. Das heißt ja Igel, ne? Also Adler. Und hier haben wir einen Adler. Also auch die Kleinigkeiten, auch die Lackierung, die Aufkleber, so, also das wirkt schon alles echt gut. Auch hier steht nochmal, ja, ich stehe jetzt immer irgendwie in der Sonne. Es ist halt auch so ein bisschen, so, nochmal scharf kriegen hier das Ganze. Ne, das ist auch nochmal ein Adler, Fat Tire Electric Bike. Ja, also die Farbe ist toll. Drei neue Farben, so wie ich das mitbekommen habe, habe ich ja schon erwähnt. Orange als Tiefeinsteiger und Grün. Weiß ich nicht, ob das jetzt auch als Tiefeinsteiger oder als Trapezrahmen verfügbar ist. Also ich habe ja jetzt das Blaue als, ne, das ist ja der Trapezrahmen mit der Männerstange. So. Und ja, das hier, die Männerstange. Ja, aber auch viele Männer fahren tatsächlich gerne die Tiefeinsteiger. Das ist ja auch total in Ordnung. Ich tue zwar hier in den Videos immer so, ja, Tiefeinsteiger für die Frauen, aber 99,6% männliche Zuschauer gibt es hier auf diesem Kanal. So, ne, 99,9 sogar, glaube ich. Ich habe noch nicht mal nachgeguckt, wie teilt sich das eigentlich auf, auch von der Altersklasse her oder auch männlich-weiblich, also 99,9% männliche Zuschauer. So, deswegen die Männerstange. Fatbikes sind scheinbar was für Männer und 0,1% Frauen. Ihr seid gegrüßt, sind ja auch am Start. Also das ist halt die YouTube-Statistik, ne, für diesen Kanal hier. Ja, dann schauen wir uns nochmal, würde ich sagen, die, ich glaube, ich habe alles, ne? Ich glaube, ich habe auch in dem Vergleichsvideo nochmal eine ganze Menge gesagt. Also Black Eagle versus Blue Eagle könnt ihr euch auch nochmal anschauen, falls ihr tatsächlich Interesse an diesem Hauki habt. Das hier war jetzt so das Vorstellungsvideo. Ich bin, wie gesagt, ich bin begeistert. Ach so, Pedale hatte ich ja in diesem Video, habe ich einfach nur mit dem 15er Mauerschlüssel wieder rausgedreht und dann konnte ich ihn wieder normal reindrehen und habe sie dann vernünftig festgezogen, war auch kein Problem. Die Bremsen
die sind noch nicht ganz eingebremst. Also ich habe immer so leichte Bremsgeräusche. Da werde ich jetzt nochmal die Bremssättel lösen, zentrieren und wieder festschrauben. Das hat in, ich sag mal, 95% der Fälle bei den Fatbikes, die ich alle getestet habe, immer funktioniert. 5%, also ich glaube, bei einem Fahrrad hat es dann am Ende nicht funktioniert. Das war das Antelope von Hauki. Aber auch das neue Antelope hat jetzt hydraulische Bremsen. Also da hat man auch nachgelegt. Und also die Lackierung ist einfach, es sieht einfach toll aus. So, also ich muss echt sagen, bei Fangmotor, bam, Pluspunkt, Lackierung, bam, Drehmomentsensor, bam, STVO-Konformität, bam. So, also es gibt viele hübsch, bam. So ein bisschen negativ ist, wie gesagt, die Griffe, da würde ich nochmal 40, 50 Euro investieren. Lenker würde ich mir auch, oder auch Lenkervorbau, also ich würde für mich, wenn ich tatsächlich jetzt eine Radreise machen wollen würde, wenn ich weiß, ich fahre jetzt morgen 200 Kilometer am Tag, dann würde ich vorher auch gerne nochmal entweder einen Lenkervorbau nehmen, der höher ist, oder einen, den ich einstellen kann. Also Lenkervorbau, Lenker und Griffe und Sattel würde ich definitiv schon nochmal ändern, wenn ich jetzt für mich wüsste, okay, ich mache damit eine Radreise. Ansonsten vom Gepäckträger kriegt man wieder alles mit. Man hat auch hier, was fehlt, ist natürlich auch hier wieder. Beim E26 von NGW denke ich mir, okay, wir haben jetzt einen zu viel. Aber hier haben wir leider aus Gründen der cleanen Optik haben wir leider keinen Anschluss. Nee, Anschluss ist falsch, aber Wasserflaschen, ne, die kriegt man hier jetzt tatsächlich nicht ran. Da müsste man dann irgendwas mit Klettverschluss machen. Aber wir haben hier keine. Ja, hätte man hier natürlich irgendwie dran machen können, muss man natürlich. Kann man auch nachträglich machen, aber ich will in diesen schönen Lack, will ich jetzt wirklich nicht reinbohren oder so. Ich habe zwar alles da, so Gewindehülsen und so weiter. Ich werde mir hier oben an der Stelle, werde ich mir eine Lackschutzfolie drauf machen. Am Gepäckträger auch. Hier hinten, ich verlinke euch meine Lackschutzfolie. Das ist so eine Tesafilmrolle. Sieht aus wie Tesafilm, ist aber Lackschutzfolie. Die kann man wunderbar in Streifen schneiden und richtig gut auch verarbeiten. Also damit bin ich wirklich absolut zufrieden. Verlinke ich euch mal. Das mache ich bei mittlerweile fast allen meinen Fahrrädern, dass ich die sensiblen Stellen, weil, ne, so, ich komme da mit den Füßen immer so gegen. Ich bin 1,75 groß, wiege knapp 90 Kilo und ja, für mich passt das Fahrrad richtig gut von meiner Größe her. Ne, man kann den Sattel auch noch deutlich weiter rausziehen. Müssen wir mal gucken. Ich habe die Sattelstange auch eingefettet. Ja, guck mal. Oh, guck mal. Also, da ist ja noch definitiv, was ist denn da los? Da ist ja definitiv noch Reserve, ne? So, für größere People. Party People. Also, ja, und zur Not kann man sich natürlich auch noch eine Sattelstange holen, die länger ist, falls die immer noch nicht reicht. Gab ja auch so zum Beispiel das Mokwi Scoria, hatte eine viel zu kurze, selbst für mich schon fast eine viel zu kurze Sattelstange. Aber das sind ja alles so Kleinigkeiten. Aber von der Basis, also Kleinigkeiten, Lenker, Griffe, Sattel, Reifen theoretisch auch, Lichter, das sind alles Kleinigkeiten, die man nachträglich ändern kann. Was hier wichtig ist, was funktioniert, Motor, Motorelektronik, großer Akku, hübscher Rahmen. Bam. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Weitere Videos folgen auf meinem Kanal Ben Masterful, der Fatbiker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.